Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Mist Survival. Wir haben es immer noch Tag 1, 13.12 Uhr, 38,7 Grad, eine Bullenhitze. Wir haben letzte Folge unsere schöne neue Base bezogen und haben noch gar nicht in die Garage geschaut. Jawohl. Da haben wir ja Mordsplatz für unsere ganzen Werkbänke und alles. Wir haben hier einen schönen Pickup, den wir auf jeden Fall aufbauen werden, der nichts drin hat. Ja, da haben wir Spaß. Aber wir könnten ja rein theoretisch, wir haben ja schon Zündkerzen und zwei Reifen. Die könnten wir ja rein theoretisch schon mal dran bauen, damit wir so ein bisschen ein Ziel haben. Auf jeden Fall werden wir jetzt diese Sachen ans Fahrzeug bauen und dann mal hier hochgehen und da mal gucken, was es hier alles da oben für schöne Sachen für uns gibt. Oha, 10 Minuten, das ist aber lang. Für einen Reifen, oha. So, erster Reifen dran. Zweiter Reifen dran. Dann die Zündkerze dran. Und dann hauen wir gleich mal 6 Liter Sprit rein. Sehr schön. Los geht's. Wir fangen da oben an. Oh, Schulbusse. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, der Nebel hat sich immer noch nicht ganz verzogen. Warum auch immer. Aber das soll uns nicht aufhalten. Und jawollo. Jeder Milliliter ist gut. Egal wie viel. So, gibt es noch was Schönes im Kofferraum? Natürlich. Die guten Components. Komm, da schauen wir auch nochmal rein in den. Hier gibt es leider nichts. Oh, hier gibt's was. Und sogar was zu trinken. Sehr schön. Haben wir Durst? Wir haben Durst, aber wir trinken noch nicht. So, warte mal. War hier nicht mal was versteckt irgendwo? Oder, ha, hier ist noch ein Kanister. Genau, ich hab's doch gewusst. So, hier haben wir noch was im Kofferraum. Noch mehr. Und hier haben wir auch noch Sprit. Sehr schön. Als her. So. Zack, dann haben wir hier noch einen. Oh. Wird der immer mehr? Sehr schön. Haben wir schon fast 10, haben wir schon 10 Liter zusammen für unseren Truck. Sehr gut. Jetzt finden wir noch einen Motor und zwei Reifen und dann können wir schon loslegen, ne? So. Dun, 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 dun. Nein, die natürlich nicht, ne? So, wir wollen da hoch. Ja, so schon mal nicht. So, klettern wir mal da hoch. Oh Gott. Was ist denn? Komm doch. Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. So, wir haben hier eine Kiste mit einem Brecheisen, Schrotflintenmunition und schon wieder 9 mm. Das lassen wir mal drin und stellen uns die Kiste mal hier runter. Dann müssten wir sie beim Rauslaufen nämlich definitiv sehen. Dann können wir gleich nochmal nachladen, den einen Schuss. Und gucken mal, was es da drüben oben noch gibt. Oh. Oh, 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 oh. Ja, Mann. Wie geil ist das denn? Eine M4-Rifle. Sehr gut. Und das schon so früh am Spiel. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dafür haben wir, glaube ich, daheim sogar Munition, ne? Ist hier irgendwas? Hier. Oh, und eine Reihe. Jawollo, das läuft doch, du. Geil. Hier mal noch was zu trinken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier haben wir, jawohl, Components. Nochmal. Oh, das waren zwei Stück, ne? So, was haben wir hier versteckt? Nochmal Patronen. Und Eisen. Und hier unten ist auch nochmal Munition. Rifle Ammo. Dann nehmen wir doch die mal gleich hier hin, oder? So, dann gehen wir auf die 2. Laden gleich mal durch unsere ganzen 4 Schuss. Jawohl. Dann haben wir wieder einen Inventarplatz mehr. Dann nehmen wir Components, Metall, Kohle. Mhm. Tücher brauchen wir jetzt noch nicht. So, jetzt finden wir noch einen Reifen und einen Motor, hä? Oh.
und noch ein Inventarplatz. Sehr schön. Und Munition. Oh, was ist denn hier los, ey? Das ist ja ein Loot-Paradies. Kann ich mir gar nicht mehr dran erinnern. Noch mehr. So, finden wir jetzt auch noch die passende Schrotflinte dazu. Was haben wir hier? Batterien und Streichhölzer. Okay. Das können wir leider nicht mitnehmen, den Schweißbrenner. So, dann gucken wir hier. Nochmal 9 mm. So. Dann gehen wir die Zelte durch. Hier ist auch nochmal Rifle. Oh, Entschuldigung. Rifle-Munition. Oh, was sehe ich da? Ein Motor. Wie geil. Jawohl. Und nochmal ein Kanister. Oh, wie geil. Dann können wir ja gleich das Auto zusammenbauen. Da fehlt uns, was fehlt uns noch? Ein Reifen, glaube ich, ne? Oh, was ist hier? Oh. Oh, krass. Dann kommst du rein, du rein. Der Motor rein. Das ist voll, das ist voll. Ein Reifen, da brauchen wir noch einen Reifen auf jeden Fall. Batterie. Okay. Okay, okay, okay. Krass. So. Warte. Ah, das war 9 mm noch, ne? Aber mehr geht nicht rein. Da haben wir noch eine Kiste. Wie cool ist das denn? Warte kurz. Jetzt muss ich aufpassen. Ah, da kann man auch noch. Was haben wir hier? Nein. Oh, komm. Oh, jawohl. Noch mehr Rifle. Und hier haben wir noch Revolver. Sehr schön. Dann können wir die auch noch rein. Haben wir wieder einen Inventarplatz mehr. So, dann bringen wir dich auch schon mal vorne hin. Dun, 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 dun. Halt. Was ist das? Electric Part, okay. Ah, die brauchen wir auch, glaube ich, für... Ja, hm. Die brauchen wir dann auch. Da haben wir auf jeden Fall dann ein bisschen Stauraum hier. Sehr schön. Die stellen wir erstmal hier hin zu der anderen Kiste. Und wir gehen weiter. Jetzt brauchen wir nur noch einen Reifen. So, was haben wir hier? Auch nochmal. Was brauchen wir? Die Kohle? Ah, die Kohle brauchen wir, glaube ich, dann fürs Lagerfeuer, ne? Damit das Lagerfeuer länger brennt. So, können wir hier? Nee. Hier ist nochmal Eisen. Und nochmal ein Electrical Part. So, hier waren wir noch nicht, oder? Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Da war noch das. Dann waren wir hier gerade drin. Oh, was zu essen? Oh. 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 Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dich können wir eigentlich mal essen, ne? Ach, siehst du, dich können wir eigentlich gleich anziehen, ne? Genau. Sehr schön. Dann, was, haben, was ist das? Revolver-Munition. Ja, was haben wir hier drin? Auch nochmal das Gleiche. Dann können wir dich eigentlich, können wir die stacken? Ne, schade. Was ist das? Rifle. Auch noch. So, dann bringen wir dich auch gleich nach vorne. Dann hast du richtig was fürs Haus zum Einräumen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Huch. Oh Gott. Ah. So, hinstellen. Hier ist nix. Oh, da ist noch eine Kiste. Alter, was ist hier los? Huch. Ist ein richtiges Paradies hier, ey. Wenn das jetzt überall so ist, dann feiere ich mich, ey. Und das Gute ist, wenn wir nämlich den roten Pickup nämlich soweit startklar machen, dann hat er hinten eine richtig schöne Ladefläche. Und wenn wir da dann ordentlich
Koffer und so weiter draufstellen, dann können wir da en masse Sachen looten und müssen nicht alle 5 Minuten heimfahren, sondern können erstmal den ganzen Truck mit den ganzen Koffern voll machen. Weil wenn wir dann den anderen nämlich hätten. Was ist das hier? Gear, okay. Wenn wir nämlich das andere Fahrzeug nehmen würden. Der hat nicht so viel Kofferraum. Hallo? Nimm das. Hallo, ich will den Gear. Hallo? Oh, ist doch nicht dein Ernst, oder? Ah! So. Na. Was haben wir hier? Blatt. Ist hier noch was? Oh. Handgranatenfragmente. Painkiller, Bandage, eine Handgranate und nochmal Revolver-Ammo. Sehr gut. Der Gear kommt auch dahin. Können wir alles hier reinschmeißen und gleich mitnehmen. Alter, ist ja richtig nice. So, ich glaube, wir bringen jetzt erstmal die ganzen Sachen in die Hütte. Bevor wir dann nachher dastehen und es nochmal Nebel oder Nacht wird und wir dann nichts machen können. Dann können wir nämlich, wenn das ganze Zeug daheim ist, wenigstens schön einsortieren. Das kann man auch so cool rotaten. Sehr schön. So. Vorsicht. Kurz abstellen. Nochmal nehmen. So, rotate. Und rein mit dir. Rotaten. Und zack. Sehr schön. Nummer uno. Da, 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 da. So, und zweite Kiste. Oha, die Stamina. Ich glaube, wir müssen was essen oder trinken, um die Stamina mal wieder ein bisschen höher zu kriegen. Ah, wie geil ist das? Wir haben schon ein Gewehr, ey. Ein Gewehr und eine Pistole. Feier ich. Und schon eine Behausung. Und Platz. Und Kisten und Schränke. Achso. Siehst du? Dann trinken wir gleich nochmal einen Schluck. Dann sind wir gleich wieder fitter. Fatigue. Ah, müssen dann Betten und so bauen, ne? Und dann schlafen. Ah ja, genau. Stimmt, da war was. Zack. Und weiter geht's. Ich erinnere mich dran, wir müssen dann glaube ich auch noch in eine Mine, da waren glaube ich ein oder zwei Minen, genau, wo wir dann Eisen abbauen mussten und Kupfer und so weiter und das ganze Zeug fertig machen und dann konnten wir uns so einen richtig coolen Vorschlaghammer bauen, mit dem wir dann die Autos und alles abbauen mussten, ne? Ah, ich erinnere mich dran, sehr gut, sehr gut. Hätten wir jetzt den Pickup schon, ne? Könnten wir jetzt hier locker hochfahren, eine Tour. Aber egal. Na komm. Gib Gummi. Zack, nächster Schrank. Ja, jetzt müssen wir wieder langsamer machen. Etwas langsamer. Ah, wir haben doch keine Zeit. Könnten wir ruhig mal wieder den Nebel weg und hier schön aufreißen, die Sonne scheinen, ne? Aber nein. Ist richtig trist hier. Nicht schön. So. Ah, kriegt man das sauber hin? Oh Gott. Nicht mal annähern. Hallo? Warum backt der jetzt in der Wand? So. Zack. Kriegen wir den jetzt noch näher dahin? Nee, ne? Kriegen wir dich noch näher dahin irgendwie? So. Ah. So.
Nein. So. Oh. Ah. Warum? Oh. Gibt's denn nicht ein? Sag mal. Ich will aber. Nein, jetzt packt er da drin rum. So. Na komm. Geh doch. Warum? Oh. So, stell dich da hin. So, und du? Gehst jetzt hier dran. Genau. Du sollst da dran. Ja, gut. Ja. Besser geht's jetzt auch nicht. Da war nichts drin. Da war Eisen drin. Genau, dann könnten wir rein theoretisch das Eisen hier drin lassen. Die Munition kommt raus. Und da könnten wir dann die Components reinmachen. Das machen wir jetzt auch. Die waren da drin. Mal einmal zack, zack, zack. Und dich. Dann hier oben war Essen mit drinnen. Dann machen wir das so. Was haben wir noch? Nix. Doch, Munition. Munition war hier. Und zwar, das war Revolver-Munition. 9 mm lassen wir mal einstecken. So, dann haben wir hier noch Metall. Und hier haben wir die Components. Sehr schön. Machen wir hier nochmal die Holzstäbe rein. So, warte mal, wir können das. Was können wir denn? Können wir irgendwas craften? Hm. Bandagen können wir machen. Munition, Bögen, Speer. Ein Speer können wir machen. Komm, wir machen mal einen Speer. Hm. Ein Schild mit Nägeln. Sulfid, Salpeter, Chicken Feed, Dog Tag. Okay. Können wir hier Werkbänke oder sowas bauen? Ah. Okay. Genau. Lagerfeuer. Das ist ein Lagerfeuer, können wir uns mal machen. Genau. Ein Dry Rack Cooking Pot. Ah, okay, okay. Ach, Wasser können wir uns das selber abkochen. Stimmt ja. Eine Werkbank, da brauchen wir davon welche. Ah, okay. Ah, stimmt. Wir können ja auch rein theoretisch, ne? Bäume fällen, ne? Oder? Ah, jetzt. Wollte gerade sagen. Fällen wir mal einen Baum. Zack. Dun, 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 dun. Was fliegt da weg? Ach, da ist immer Rinde, glaube ich, weggeflogen, die wir dann fürs Feuer machen brauchen, ne? Und. Baum fällt! Ach ja, genau, hier ist Rinde. Blätter brauchen wir, glaube ich, auch für irgendwas. Hier sind Äste. Ah, ich glaube, wenn du nur Rinde brauchst, muss das... So, jetzt zeigen wir erstmal unseren stählernen Muskeln hier, indem wir einfach mal so einen Baum rumtragen. Ah, ich, oder? Ah, ja, genau. Sehr gut. Machen wir ein bisschen Rinde hier weg. So, wie viel haben wir? Ja, ich glaube, das langt fürs erste Feuer. Und Steine haben wir, glaube ich, gebraucht fürs Feuer, ne? Dich nehmen wir auch mal mit. Dich auch. Stones. We need Stones. Oh, da hinten sind viele. Zack. So. Dich und dich. Ich glaube, das können wir alles kleinschlagen, die ganzen Holzkisten da. So. Wie
Steine habe ich 4. Langt, glaube ich, nicht. Das langt nicht. Hier ist noch einer. Da sind noch welche. Zack. Du noch. Zack. So. Ist ja gerade vorbeigelaufen. So. Und wir können ein Lagerfeuer bauen. Genau, sehr schön. Das Lagerfeuer bauen wir natürlich in der Küche. Ansonsten würde es ja keinen Sinn machen. Place Item, Linksklick. Start Building E. Tada! Sehr schön. Was können wir denn noch machen? Dafür brauchen wir Eisen und dafür brauchen wir Sticks. Sticks können wir einen ganzen machen, das ist aber ein bisschen wenig. Hatten wir hier nicht noch? Na. Hier hatten wir. Ah, okay. Ja. Mhm. Habe ich hier irgendwo noch Sticks hingepackt? Jetzt schwören können, ich habe irgendwo noch Sticks gehabt, oder? Nee. Können wir Sticks machen? Ein. Nee, warte, da muss ich noch mal ein bisschen sammeln gehen. Dazu. So, lala. Ach, jetzt haben wir doch da. Wollte gerade sagen, jetzt brauchen wir Sticks und da liegen keine. Ah, nee, das sind gar keine. So, du. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Oh, 17 Uhr schon. Oha. Oha. So, schaut's aus. Dann craften wir mal. Und jetzt? Kaufen wir noch 2 Seile. Halt, nein. Wie kriege ich denn Seile? Lashings. Ach, durch... Oh Gott, muss ich Blätter sammeln? Oha. Stimmt ja. Krass. So, jetzt brauche ich nur noch Blätter. Hallo? Blätter? Muss wahrscheinlich in den Wald mal reingehen, um Blätter zu sammeln, aber... Sieht ein bisschen spärlich aus mit Blättern. Hä? Müssen da irgendwo Blätter sein, oder? Ich meine, ich bin hier in einem Wald. Das sind ja nicht alles Nadelbäume hier, oder? Na, sammeln wir schon mal ein Stückli. Zack, zack. Oh, ein Blatt. Wahnsinn. In einem riesigen Wald ein Blatt. Ich bin reich. Oh, noch ein Blatt. Ich hab's gesehen. Komm her. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, da steht was. Oh. Kurz erschrocken. So, noch ein Blatt. Können wir jetzt schon einmal ein Seil machen? Können wir. Eine Viertelstunde. Wir brauchen noch 6 Blätter. Komm, die findet man noch. 6 Stück findet man noch. 5. 5 Blätter noch. 5 Blätter noch. Komm. Noch 5 Blätter. Das gibt's dann nicht. Ich will ja nur noch 5 Blätter. Da! Noch 4 Blätter. Nur noch 4. Nur noch 4. Na komm. Führe mich zu den Blättern. Oh, eine Feder. Führe mich zu den Blättern. Führe mich zu den Blättern. Ich finde ja echt keine Blätter, was gibt's denn da? Muss ich doch noch einen Baum fällen wahrscheinlich, ne? Dann ging's. Dann fällt mir noch einen Baum, da sind noch ein paar Blätter runtergefallen. Hoffen wir's mal. So,
War bis jetzt aber nur eins, das ich gesehen habe. Oder waren es beim Messer mehr? Oder war es, glaube ich, nur Rinde, ne? So ein Kock. Bitte, lass vier Blätter runterfallen. Hier haben wir nur Rinde. Ein Blatt. Zwei Blatt. Dein Ernst? Zwei Blätter. Zwei Blätter. Ich prügel hier auf das Ding an und es fallen zwei Blätter runter. Jetzt stelle ich mal das an. Ich brauche Blätter. Blätter. Oh. Ich glaube, ich brauche nur eins, oder? Ja. Ein Blatt noch. Komm. Ein Blatt. Ein einziges. Hä? Kommt das? Achso, ich bin voll. Aha. Haben wir ein Blatt noch? Ich brauche nur eins. Ein Blatt! Oh, und daneben. Hast du kaum noch Energie und dann schlägst du an und daneben. Komm. Nein. Nein. Oh. Ist sogar ein Blatt runtergefallen, oder? Also da fallen doch gerade Blätter runter. Ich seh's doch. Jawohl. Jupp, jupp. Weil dann können wir das auch noch mitnehmen. So, dann gehen wir schnell nach drinnen. Und machen ein paar Blätter. Na komm. Wir machen ein paar Blätter, ja. Genau, wir machen ein paar Blätter. Zwei Stück. Eine halbe Stunde. Brauche ganz schön lange. Sehr schön. Und dann können wir uns das noch nicht bauen, weil wir noch Eisen brauchen. So, wir nehmen uns mal nichts raus. Wir schmeißen die Rinde mal damit rein, weil wir das zum Anzünden brauchen. Hier unten haben wir das Werkzeug drin. Dann können wir einmal 8 Eisen und einmal 8 von den Components halt. Dann können wir nämlich erstens ein Cooking Pot. Zack. Das machen wir jetzt erstmal. Und dann machen wir uns gleich noch einen schönen Grillrost. Zack. Und los geht's. Oh. Brauchen einen Hammer. Hammer, Hammer. Hammer, Hammer. Und los geht's. Zack, zack, zack. Sehr schön. Jawohl, haben wir eine schöne Feuerstelle. Was können wir denn noch so zaubern? Da brauchen wir auch nochmal zweimal. Oh Gott. Und noch so viel. Werkbank brauchen wir 6. Und da brauchen wir nochmal welche, aber. Wie viel Uhr haben wir? 19.10 Uhr. Können wir eigentlich schon. Wir können schon. Betten? Betten? Ah, so viel Stoff haben wir nicht, ne? Aber wir könnten uns einen Stuhl. Naja, auch nicht, weil wir keine Nägel haben. Nägel können wir, glaube ich, nur an der Werkbank herstellen. Ah. Ne, so viel Stoff haben wir leider nicht. Sonst hätten wir uns ein kleines Bett bauen können. Hätten wir die Nacht im Bett schlafen können. Aber ist ja egal. Ist ja egal. So, dann hätte ich gesagt, sind wir auch schon wieder an der Zeit. Dann danke ich euch viel recht herzlich mal zum Einschalten wieder bei Miss Survival. Wir sind ganz schön weit gekommen. Wir haben unten einen Haufen Schränke drin. Was heißt ein Haufen? Wir haben ein paar Schränke, haben uns ein schönes Lagerfeuer mit Grillstelle gebaut. Haben noch einen Reifen. Uns fehlt noch ein Reifen und dann können wir dann endlich den Truck aufbauen. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.
love me, even if it's fake.